Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Oh nein, 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 nein! Gott! Oh. Hatte ich das Jetpack schon an und hab's dann wieder ausgemacht, weil ich's anmachen wollte und wäre beinahe runter raus und in tot gefallen. ist schon ein bisschen kritisch, dieser Ausstieg. Also wenn man so nie ganz bei der Sache ist, da ist dann, weil ich hatte gerade hier rüber geschaut, ob alles funktioniert und so weiter, von der Technik jetzt her, und siehe da. Oh nein, 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 nein. Also, meine Güte, okay, ich muss mich konzentrieren. Ja, ich muss mich jetzt konzentrieren auf das Wesentliche, nämlich aufs Bauen. Es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Es ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt nicht so ein Blueprint einfach sich zieht von irgendwo her und das dann einfach nachbaut oder einfach bauen lässt, sogar mit einer Nanitenfabrik. Also ich habe dann nochmal angefangen so ein bisschen und ich baue halt dann doch irgendwie, naja, ich baue von innen nach außen, von vorne nach hinten. So einen groben Plan, den habe ich jetzt doch schon. Also ich werde mehrere Etagen bauen. Hier vorne kommt ein Cockpit hin, wo ich dann drinnen sitze, wo ich eben auch so ein bisschen Sicht haben möchte, wenn ich so normal fliege. Das heißt, ich werde hier erstmal alles Glas machen. Vielleicht ein paar Streben dazwischen, aber an sich irgendwie so ein bisschen eine Glaskuppel vorne. Dann kommt hier der Gang bis hier hinter. Ich würde mal sagen, das reicht vielleicht von der Größe her. Einfach so, weil wenn ich jetzt die 7 hier hinten dann quasi so zum Andocken. Aha, warte mal. Da gibt es die großen. Da könnte ich natürlich so einen Andockstützen hinten dran machen. Und dann ist das kleine. Ach, das ist hier. Das ist so 3-3. Okay. Dann hätte ich sozusagen nach vorne, also nach hinten quasi, das große. Und rechts und links und hinten das. Und oben. Da ist die Frage, was besser ist. Oder so. Weil letzten Endes habe ich ja die kleinen Rohre. Da mache ich es lieber erstmal so. Ja. So mache ich das. Ach ja, genau. Ach, ich bin noch im Kreativmodus. Das wollte ich eigentlich ausmachen. Wir hatten nämlich ein Problem mit denen, das mache ich mal wieder aus, weil das macht ja keinen Spaß. Aber wir hatten ein Problem mit den Maximalblöcken auf dem Surfer jetzt. Also das, ich hatte den Surfer gestartet, da habe ich dann die Standardlimitierung von den Blöcken drin gehabt. So, das ist standardmäßig eingestellt. Warte mal, das ist jetzt 1 hier, ist hier hoch. Das. Ja, gut, das lassen wir mal so. Ja, genau, das ist die Standardlimitierung von den Blöcken ist eingestellt. Das hatte ich nicht überblickt, dass man das vielleicht am Anfang gleich ausmachen sollte, bevor man die Welt generiert. Weil, wenn man im Nachhinein, also wir sind schon an die Grenze gestoßen mit den Blöcken. Und dann war das so, dass andere eben gar nicht bauen konnten plötzlich. Und dann hieß es, hey, ich kann ja nichts bauen. Was ist denn hier los? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht, ich guck mal. Und da habe ich geschaut und da konnte man halt diesen Haken dort rausnehmen aus Limitierung von den Blöcken im Spiel. Das hat aber nichts geholfen. Das hat nichts geholfen. Und da habe ich dann die Limitierung wieder rein und wieder raus und habe schon ein bisschen rumeditiert in dieser Space Engineer Config File-Datei. Das hat nichts gebracht. Und das Problem ist, dass die Daten dann nicht dort mehr hinterlegt sind. Das hat keinen Einfluss mehr, sondern in der Sandbox-Datei, die im Prinzip generiert wird. Und die Sandbox-Datei ist dieses Spiel. Und erst wenn man dort drin rumeditiert, was natürlich ein bisschen kritisch ist, weil das ist das ganze Spiel, das sind jetzt alle Dateien, alle Daten von allen Würfeln hier sind da drin. Aber das hat geklappt, also man muss dann genau die Parameter finden und die dann eben ändern. Und da war es so, dass wir auf dem Surfer insgesamt global, also man kann das dann einstellen, global und nach Player und nach Aktion, 100.000 Blöcke
hatten. Das ist schon alles voll. Da habe ich das jetzt so gemacht, dass ich das pro Player, habe ich jetzt ja 100.000 eingestellt. Mal sehen, das müssen wir eigentlich schaffen, denke ich so vom Server her. Hoffe ich. Und da ist jetzt erstmal Luft, weil da haben wir dann hier probiert, irgendwie irgendwelche Blöcke hinzusetzen, ganz viele, und dann ging das nicht und dann war der Wert schon weg. Naja, aber das hat sich auch geklärt jetzt. Ich dachte erst, das ging, wie gesagt, nur über die Konfigurationsdatei. Das ist aber falsch. Man muss echt die Sandbox-Datei editieren dann. Und da wirkt das dann. Genau. Also das ist jetzt so meine Orientierung, dass ich jetzt hier hinten das habe. Das passt natürlich von den Blöcken her nicht. Ich habe wahrscheinlich 4er hoch. Oder mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, genau. Und das ist wahrscheinlich bloß 5 hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, das passt hier gar nicht rein. Also, was ich sagen wollte, war, ich will vielleicht so drei Ebenen machen. Also hier komme ich dann so rein irgendwie und dann habe ich hier die Hauptebene quasi. Hier gehe ich dann hier wohl mein Cockpit und das ist dann zu. Und dann muss ich überlegen. Also dann geht es wahrscheinlich runter in eine Ebene. Ich denke mal, das müsste eigentlich reichen von der Höhe. Und dann mache ich vielleicht noch eine Ebene oben drauf. Oder ich mache eben nur die oben drauf. Das ist eben noch so ein Prozess. Also man muss echt sagen, wenn man das jetzt so selber entwickelt, dann dauert das natürlich lange. Das dauert länger als jetzt. Also man braucht Geduld. Man braucht eigentlich Geduld. Das ist das A und O. Man braucht Geduld mit sich und man braucht auch Geduld mit seinen Ideen, die sich verändern können im Laufe der Zeit oder erweitert werden oder wie auch immer. So, was ich jetzt machen will, ich will eigentlich hier unten so ein bisschen den Technikraum haben. Also, dass ich hier so die ganze verarbeitende Industrie habe. Ich will sozusagen das Schiff so machen, dass man damit dann irgendwo hinfliegen kann. Oder das wird dann das Schiff sein, mit dem wir dann... Mit dem wir dann rumfliegen zu anderen Planeten, denke ich. Und mal sehen, wie die anderen dann, wie weit die sind. Aber sodass im Prinzip man überleben kann hier. Das heißt, ich habe jetzt hier 4 Batterien. Das sind solche anderen Batterien, solche also Mod. Die sind irgendwie, glaube ich, die haben irgendwie eine fette Kapazität. Also das war... Ich habe die dann eingeschaltet und die brauchten mehrere Tage, um überhaupt voll zu werden. Also warte mal jetzt... Brauchen die immer noch 13 Stunden Zufuhr. 9 Megawatt, das wüsste gar nicht, wie sind das? Naja, egal. So, genau. Und jetzt kommt als nächstes eigentlich erstmal die Technik. Was ich so brauche, eigentlich so produzierendes Zeug. Also Produktionsblöcke, genau. Ja, aber da machen wir da eigentlich, gibt es die eigentlich auch als klein? Das ist das und das ist das normale oder gibt es die? Wahrscheinlich nicht, oder? Die gibt es die manchmal gibt es ja so ein, nee. Ah, okay, da haben wir es ja stehen gehabt. Hierfür ist es, aber hierfür nicht. Genau, ist nicht verfügbar. Großes Schiff nur. Geht's. Na gut, okay, könnte sein. Aber ich glaube, die anderen Sachen gibt's. Raffinerie, Lichtbogen, Sauerstoff. Ja, Sauerstoffgenerator. Machen wir erstmal Sauerstoffgenerator. Ne, genau. So. Genau, den gibt es jetzt auch klein. Das einzige ist jetzt natürlich. Man könnte den natürlich. Jetzt habe ich das so gemacht, sonst hätte ich da gesagt, ich flansche den einfach rechts und links und führe dann, genau, siehste, und führe dann die kleinen oben und unten weg. Dann machen wir das so, das heißt, ich tippe immer wieder falsch. Das heben wir uns mal auf. Die Triebwerke braucht man nicht. Wir nehmen jetzt B
Verbindung, das war doch Verbindung. Ja, genau. Großer Frachtcontainer. So. Genau. Und zwar, indem wir sagen, rechts und links. Genau, das müsste jetzt so sein. So. Die 7 kommt dann hier dran. So ist die Frage. Warte mal. Wir haben jetzt, der hat jetzt welche. Mache ich das so oder mache ich das so? So könnte ich natürlich nach oben und unten weggehen. Gut, so könnte ich auch nach oben und unten weggehen. Ich mache das mal so. Ja? Dann mache ich nämlich die beiden hier hin. Ich will das mal ein bisschen symmetrisch machen. Also zumindest habe ich mir das ein bisschen vorgenommen. Gut. Da hätten wir den Sauerstoffgenerator. Das bedeutet natürlich. Nee, das ist nicht symmetrisch. Was habe ich jetzt gemacht? Das stimmt, das ist so rum. Das ist so. Das ist natürlich verkehrt. Machen wir das. Dann machen wir das nochmal weg. Okay. Siehst du? Da geht's schon wieder los. So. So, wo ist? Fällt was schon wieder? Nee, dauert noch. Alles klar. Genau. So, dann mache ich dann, gehe ich dann dort ab. Und ich könnte natürlich, weil wenn ich dann zugreife auf das Zeug, andererseits macht das nicht. Ich habe vor, dass ich dann im Prinzip hier von hier auf alles zugreifen kann. Das hier ist ein Container dahinter. Das heißt, wenn ich hier meine Flaschen reintue, dann kann ich dann von dort aus, dann werden die gefüllt und ich kann von dort aus wieder drauf zugreifen. Und das ist dann eigentlich eine gute Sache, das reicht aus, genau. So, okay. Dann ist das erstmal soweit klar. Produktion. Montage. Wie sieht das aus? Das ist ja mini. Das ist ja super mini. Das ist ja niedlich. Das ist ja richtig niedlich. Tja, ist die Frage, das kann ich ja hier direkt um die Decke hängen, wenn ich das will. Will ich aber nicht. Will ja ein bisschen Lichter noch machen. Gut, das heißt, ich könnte eigentlich, passt da irgendwas dran überhaupt? Doch, das sind dann die großen Sachen, sind dann die Verbinder quasi. Ich könnte natürlich dann irgendwie hier so eine Art. Sockel machen, wo das Ding drauf kommt, ne? Ach. So. Dass ich sage, ich mache das hier so drauf. Ich hätte jetzt rechts und links hätten die jetzt dann Eingang und oben. Und ich könnte jetzt da vorne und da hinten könnte ich dann noch ein Modul dran machen zur Not. Ja. So. Genau. So würde ich das sagen. Ein bisschen Platz lassen für die Verbinder. So, und dann. Fehlt, was fehlt? Stahlplatten wahrscheinlich. Wieder Stahlplatten. Vermutlich, oder? Wahrscheinlich. Ich brauche eigentlich selber welche. Das heißt, den Kram können wir die erstmal wieder reingeben. Davon können wir die auch nochmal welche reingeben. Nochmal 100. Und jetzt höre ich erstmal einen Schwung Stahlis. Das können wir auch glauben. Stahlis.
Und dann denke ich mal so, okay. Ach, das ist voll mit anderen Kram. Ach, alles klar. Gut, warte mal, das sind Blumen, 200, das sind 1000. 400, 300, 300, 500, die brauche ich. Kommunikationskomponenten brauche ich überhaupt nie. Wie mache ich das jetzt dann? Kann man das nicht irgendwie rauswerfen hier? Nee, geht nicht. Passt nicht rein. Dann kann das sozusagen nicht abwerfen, so wie ich das jetzt bei mir abwerfen kann. Dann mache ich folgendes. Okay, ich hau das erstmal alles weg. Dann, das ist halt eben... Das ist halt so. Reaktorkomponenten brauche ich jetzt nie. Das ist, das Sensorkomponenten brauche ich das eigentlich auch nicht. Kommunikationskomponenten brauche ich auch nicht. Das kommt weg. Das kommt weg. Ich brauche es lieber. Weil zu viel brauche ich das auch nicht. Ich brauche jetzt lieber Stahlplatten. Ja, schauen wir zurück. Naja, das dauert. Das schleppert sich hin. Ja, das ist halt so. Das ist halt so. Wir machen folgendes. Nicht leer. Dass ich das dann eigentlich schaue, oder? Werden wir sehen. Warte mal. Ich nehme die. Hä? Wieso? Ist das nicht verbunden? Das sind doch die großen. Wieso kann ich da nicht durchgreifen? Das verwundert mich jetzt. Ich dachte, es ist verbunden und dann kann ich durchgreifen. Oder? Ach, ich habe nie getroffen. Oh, ich bin Depp. Depp, ich habe nie getroffen, echt? Okay, na dann ist das sinnlos. Okay, Kommando zurück. Ich habe nie getroffen. Gut, nochmal. Weil eigentlich müsste es ja durchgreifen können und. Seltsam. Warte mal, so. So, ja, aber. Oder doch so? Warte mal, mach ich mal von vorne. Ach, jetzt ist es ein kleiner. Mist. Also das ist, also so ein bisschen mit der Übersicht, das ist irgendwie nicht so. Okay. Nochmal. Also, das ist jetzt gerade. Okay, ich drehe mich jetzt so rum und gehe ran. So. Setze. Oder täuscht das? Oder verändert sich dann irgendwie diese... Oh, irgendwie verändert sich dann... Das Zeug, also...
die Position. Das nervt mich jetzt gerade ein bisschen an, ja. Inventory full. Ja. Okay, also nochmal bitte. Na gut, kommen die Naniten? Sind die an irgendwie? Irgendwie sind sie an. Also, da ist. Ach, schön weg. Also nochmal, ich mache das jetzt noch einmal, ansonsten lasse ich es dann sein. Ich will ja nicht meine Zeit vertrödeln. Also, warte mal, wir gucken mal. Das ist jetzt dran. Wenn ich jetzt sage, ich drehe das. So, das ist jetzt vorne. Also einmal, zweimal. So. Ja, jetzt sieht's gut aus. Und jetzt kann ich durchgreifen. Genau. Kann ich durchgreifen und ich kann jetzt Sachen hier reintun, denke ich mal. Und dann wird es gezogen. Das testen wir gleich mal, indem wir die Sachen nur hier reinlegen. Jetzt müsste es ja ziehen, wenn ich was baue. Ah, das läppert sich hin. Das läppert sich hin. So. Vorher machen wir also nochmal den. Dass alles ein bisschen ordentlich aussieht. Ich glaube, die. Doch, die werden auch weiß. Okay. Ah, na, das sieht irgendwie cool aus, finde ich. Dann kann man das erstmal als weiß machen und dann kann man immer noch so ein paar Farbtupfer. So, also da haben wir jetzt die Produktion zweimal. Und das werden wir gleich mal sehen, ob das zieht. Jetzt nehmen wir uns. Die Raffinerie. Das ist eigentlich egal. Machen wir die Raffinerie. So. Die Raffinerie ist. Jetzt kam sie. Okay. Die sieht ja niedlich aus. So, warte mal. Jetzt ist die hinten. Dann lassen wir die Blöcke mal so. Dann machen wir. Vielleicht so, hm? Ja, klappt. Gut. Vielleicht so. Das ist so die Linie, wie die Batterie ist. So. Hast du mal eins daneben? Ja. Genau. Oh, und dann hier haben wir nicht hoch. Ja, okay, kann man ja fast hier dran flanschen, ne? Das andere sind ja auch kleiner dran, dann auf die andere Seite. Andererseits könnte man natürlich, aber es sind jetzt schon wieder alle, wahrscheinlich wieder Stahlplatten oder irgendwas anderes. Ich schaue mir das gleich an, aber vielleicht könnte man ja, ich weiß es eben nicht, könnte es natürlich direkt dran machen. So könnte ich das machen. Dann könnte ich eigentlich an die andere Seite dieses Ding bauen, sodass das wirklich verbunden ist. Ich denke mal, die ziehen sich ja dann eh die Sachen, die die brauchen. Und ich habe ja dann da oben auch noch Zugang. Genau. Andererseits, weil da wäre es dann ganz, ganz, ganz kompakt. Andererseits könnte ich natürlich das auch einzeln machen. Hier daneben einfach hin. Wie die anderen das Bild Platz hat, dann machen wir wieder 1, 2 hier. Das könnte ich natürlich schon ein bisschen weiter von hinten machen. Steige ich hier so ein, kommt dann hier so ein Tor hin. Ich kann dann hier lang gehen.
nicht machen. Das heißt, ich mache dann vielleicht noch so, ich brauche, wie viel Reihen brauche ich? Also ich mache hier hinten dann ein bisschen Rohr. Und dann reicht das eigentlich. Ich könnte hier dann schon Schluss machen. Also hier die Mauer. Außenhaut bräuchte aus. Ich mach's mal ein bisschen als Markierung mal grob hin. Genau, und jetzt müssen wir natürlich noch das weiß machen. Und dann machen wir das, legen wir das hin oder stellen wir das hin? Kann man natürlich. Alles schön. Genau. Gut. Okay, dann checken wir jetzt mal noch, was jetzt hier fehlt. Echt, ja? Alle Steinplatten weg. Krass. Das fehlen bestimmt ein paar andere Sachen. Das ist okay. Und hier fehlt Stahlrohr groß und Stahlplatten. Stahlplatten, doch, Stahlplatten immer 22. Also Stahlrohr groß und Stahlplatten. Dann haben wir es erstmal geschafft für heute. Stahlplatten und Stahlrohr. So rum. Stahlplatten, wir machen erstmal Stahlrohr. Und, ach, dann ist es schon wieder voll. Warte mal. So, und. Und. So. Na gut. Ich bring's noch hin. Fertig ist, ne? Sieht ja niedlich aus. Klein und knuffelig. Ja, fertig. Okay. Also Metallgerüst. Ja, das mache ich dann das nächste Mal oder zwischendurch und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es ein bisschen weiter fertig ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es, ja, ich bin gespannt. Also ich mache erstmal die Innereien und dann arbeite ich mich so nach außen vor, um das dann irgendwie, dass das dann irgendwie eine Form hat wie so ein Raumschiff. Also kommen ja noch Triebwerke dran und alles. Also jetzt ist es noch wie, jetzt ist es noch nichts weiter, eine Platte. Mit. Naja, mal sehen. Ich bin selber gespannt. Ja, gut. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.